Originalvideo von Dr. Jacob Avila, Übersetzung und gesprochen von Malte Ludwig. Hallo, mein Name ist Jacob Avila von 5 Minutes Sono. Hier lernt ihr, wie man eine Pneumonie schafft. Der Schallkopf der Wahl für diese Untersuchung ist der Sektorschallkopf, weil er eine kleine Auflagefläche hat und deswegen in die Interkostalräume passt. Ihr könnt außerdem einen Konvexschallkopf benutzen, wodurch die Auflösung besser wird, aber die Rippenschatten wegen der größeren Auflagefläche im Weg sind. Bezüglich der zu schallenden Bereiche ist es nützlich, die Brustwand in verschiedene Sektoren zu unterteilen. Der posteriore Thorax kann außerdem in die Bereiche 5 und 6 unterteilt werden oder ihr macht einfach eine Zone draus. Diese Zone ist wichtig, weil sich viele Pneumonien hier auf der Rückseite verstecken und ihr sie nicht sehen könnt, wenn ihr euch diese Seite nicht anguckt. Bei intubierten Patienten kann der Rücken schwer zugänglich sein, aber vielleicht kommt ihr dran, wenn ihr den Patienten auf die Seite dreht. Wenn ihr nach einer Pneumonie sucht, dann sucht ihr nach dem Auftreten von 5 verschiedenen Zeichen. Manchmal ist nur ein Zeichen positiv, manchmal alle 5, aber auch ein einzelnes Zeichen sollte euren Verdacht auf Pneumonie verstärken. Wir haben bereits in anderen Videos über B-Linien und Pleuraergüsse gesprochen, auf die möchte ich hier verweisen. Wenn ihr B-Linien fokal in einem Sektor seht, auch wenn sie nur auf eine Lungenseite beschränkt sind, solltet ihr an die Pneumonie denken. Und wenn ihr Pleuraergüsse um eine komplett konsolidierte Lunge mit positivem Bronchopneumogramm seht, denkt an Pneumonie, parapneumonischen Erguss oder ein Empyem. Außerdem findet man bei der Pneumonie auch subpleurale Konsolidierung. Wenn ihr wissen wollt, wie die aussieht, dann geht zum PE-Talk, da findet ihr Bilder. Subpleurale Konsolidierung sieht hier ein bisschen anders aus als bei PE, weil hier um die Konsolidierung eine Entzündung in Form einer irregulären Pleuralinie und B-Linien zu sehen ist. An dieser Stelle konzentrieren wir uns auf das Bronchopneumogramm und das Bronchofluidogramm. Zuerst schauen wir uns das Bronchopneumogramm an. Wenn ihr euch eine luftgefüllte Lunge anseht, sollte das Bild sich so darstellen. Hier ist eine Rippe mit dem Rippenschatten, hier noch eine und der Schatten. Ihr seht die Pleuralinie und darunter habt ihr zwei A-Linien. Vielleicht sind es bei euch mehr oder weniger A-Linien, aber es sollte auf jeden Fall welche geben. A-Linien bedeuten Luft. Wenn ihr an der Grenze zum Diaphragma schallt, solltet ihr ein positives Spiegelzeichen sehen, darüber haben wir auch im PE-Talk gesprochen, und ein negatives Wirbelsäulenzeichen. Die Wirbelsäule ist hier zu sehen, aber verläuft nicht über das Diaphragma hinaus, was bedeutet, dass hier Luft in der Lunge ist, die die Schallwellen blockiert. Schaut euch jetzt dieses Bild als krassen Kontrast an. Hier ist die Leber und hier das Zwerchfell. Wenn wir jetzt ein bisschen fokussieren, sehen wir eine konsolidierte Lunge. Außerdem ist hier unten noch ein bisschen Erguss zu sehen. Bei näherer Betrachtung sehen wir diese kleinen weißen Flecken oder Punkte und die nennt man Bronchopneumogramm. In diesem Fall handelt es sich um ein statisches Bronchopneumogramm. Das wird so genannt, weil sich die Flecken mit der Atmung nicht bewegen. Es sieht zwar gerade aus, als würden sie sich bewegen, aber sie müssten sich in Relation zur Lunge und nicht in Relation zum Schallkopf bewegen. Hier ist noch ein weiteres Beispiel für ein statisches Bronchopneumogramm. Wir haben hier die Leber und hier ein positives Wirbelsäulenzeichen. Darüber sehen wir diese kleinen Punkte und Linien, wieder statische Bronchopneumogramme. Diese Bronchopneumogramme findet man sowohl bei Pneumonien als auch bei Atelektasen und wie bei jeder anderen Ultraschalluntersuchung müsst ihr die Bilder immer im klinischen Kontext interpretieren. Wenn wir uns diesen Clip hier ansehen, finden wir ein paar statische Flecken hier und hier, aber schaut mal hier unten, ich fokussiere, das nennt man dynamisches Bronchopneumogramm. Und das ist jetzt fast pathognomonisch für die Pneumonie. Ihr seht hier kleine Luftblasen, die quasi im Bronchus gefangen sind. Hier sind ein paar mehr Beispiele für dynamische Bronchopneumogramme. Hier, das sieht fast aus wie eine Leber, ist aber tatsächlich eine Lunge. Ich gehe jetzt mal weiter zu den Bronchofluidogrammen und zeige erstmal, was wir überhaupt sehen. Also hier ist ein Rippenschatten, hier eine Konsolidierung und hier könnt ihr eine tubuläre Struktur sehen mit hypoechogener Füllung. So sieht ein Bronchofluidogramm aus. Also hier nochmal eins in Bewegung. Genau da könnt ihr sie sehen. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um Mukus oder Flüssigkeit in den Bronchien. Es gibt noch eine Sache, die ich hier ansprechen muss, und das ist die Tatsache, dass manchmal Gefäße mit flüssigkeitsgefüllten Atemwegen verwechselt werden können. Unterscheiden könnt ihr die beiden, wenn ihr den Farbdoppler drauf werft. Habt ihr einen Fluss, ist es ein Gefäß, wenn nicht, dann ist es ein Bronchofluidogramm. Hier noch ein Beispiel einer hochgradig konsolidierten Lunge mit einem Bronchofluidogramm, genau hier. Ich zoome nochmal raus. Wie sieht die Lunge hier aus? Fast wie eine Leber, oder? Das bringt mich zu einem weiteren Punkt, über den ich kurz sprechen will. Es gibt noch ein paar andere Zeichen, die genutzt werden, um eine Pneumonie zu beschreiben. Eins davon nennt man Hepatisierung und die haben wir gerade gesehen.
Hepatisierung bezeichnet eigentlich nur eine Lunge, die Bronchopneumogramme hat. Das andere Zeichen ist das Shred-Sign, das beschreibt die Grenze der Konsolidierung. Jetzt nochmal eine schnelle Wiederholung der Zeichen, die mit der Pneumonie assoziiert sind. Statisches und dynamisches Bronchopneumogramm und Bronchofluidogramm. Das dynamische Bronchopneumogramm sieht aus wie ein Luftwurm und wird als pathognomonisch für die Pneumonie angenommen. Das Statische ist fleckförmig und assoziiert mit Atelektasen und Pneumonien. Ihr könnt fokale B-Linien sehen, manchmal mit einer normalen Pleuralinie, als Zeichen einer lokalen Entzündung. Außerdem subpleurale Konsolidierung und parapneumonische Ergüsse oder Empyeme. That's it for this 5 minute sono. If you want to contact me, you can always tweet me or email me.